Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Teleblocher. Das Thema heute ist, glaube ich, klar. Wir sind im Berner Oberland, wo Sie in der Ferien sind, Herr Blocher. Ihren Parteikollegen, Ihren ehemaligen Amtskollegen, Ueli Maurer, hat gesagt, der Bundesrat sei überrascht gewesen von dem Einmarsch von Putin in die Ukraine. Können Sie das nachvollziehen? Ja, also der Ueli Maurer hat geschildert, gesagt, ich war ganz überrascht gewesen, weil der, ich weiß nicht, hat er gemeint, dass jetzt gerade ausgerechnet an dem Morgen sind oder generell vom überrascht sein. Das würde mich ein bisschen wundern. Denn, also das hat man ja heute auch der Laie gemerkt, was da passiert am Aufmarsch. Und zwar sehr offen von den Russen. Natürlich unter, wie üblich, unter dem Namen macht er nur ein Manöver. Hat doch damit müssen rechnen, dass da ein Einmarsch erfolgt. Und die Amerikaner haben es eigentlich früher klar gesagt. Die sind transparent gewesen, oder? Die haben gesagt, also das führt zu einem Einmarsch. Die wollen die Ukraine holen und haben gewarnt davor, aber natürlich auch nur gewarnt. Und der Bundesrat wurde gesagt, ja, der Bundesrat sei ein bisschen ratlos im ersten Moment. Das ist ja so, das kann man ja. Aber je besser man vorbereitet ist, desto weniger ist man ratlos. Wir haben ja auch einen Geheimdienst. Die Frage ist ja, der Geheimdienst hätte also das nicht. Der Nachrichtendienst wird wahrscheinlich mehr gewusst als wir, die es aus den Zeitungen haben. Also das hat mir auch ein bisschen. Aber das ist. Aber es war ja nicht nur der Bundesrat. Wenn man jetzt geschaut hat in den internationalen Medien, also die deutsche Regierung ja. Hat einen völlig überrumpelten Eindruck gemacht, ja, oder? Ja, machen so einen Eindruck, das ist ja komisch. Wieso? Es hat, also, ich muss sagen, nicht weil ich es bin, aber ich war doch nicht überrascht, wo die Russen da hier sind. Er hat gesagt, jetzt kommt es, jetzt läuft es, jetzt macht es. Also, ich habe nie geglaubt, weil man auch immer gehört hat, er sei ein Gambler, ein genialer Strateg, er tut die anderen ein provozieren. Ja, Sie haben angenommen, dass er, Sie haben es einmal gesagt in der Sendung, dass er das Ziel habe, nach Kiew zu gehen. Ja, einfach die Ukraine wollen die wiederholen. Und da muss man eben ein bisschen zurückgehen. Die Ukraine ist auch ein Produkt, das nach dem Kalten Krieg, also 1989, natürlich ein selbstständiger Staat wurde, ein grosser. Ähnlich wie die anderen, die von der Sowjetunion, man kann sagen, weggegangen. Die Sowjetunion hat verloren in dem Kalten Krieg und hat ihre Ländereien außerhalb von Russland verloren, da gehört Usbekistan und die ganzen baltischen Staaten und Georgien und all das gehört dazu. Und ein Staat, der den Krieg verliert und Gebiete weggenommen werden, der ist verletzlich. Der will das nicht wahrhaben und will die Gebiete wiederholen. Also, das ist ein bisschen naiv, auch von den Amerikanern zu glauben. Jetzt sind das selbstständige Staaten. Und jetzt ist die Sache geregelt. Dann hat es noch ein Abkommen gegeben, Minsk, wo man auch noch unterschrieben hat, dass das so bleibt mit den Grenzen und solche Sachen. Der Nicht-Angriffspakt, kommen solche Worte zum Ausdruck. Alles aus der Geschichte bekannt. Der Hitler hat natürlich einen Nicht-Angriffspakt geschlossen mit den Russen. Bevor er losgeschlagen hat und noch kaltblütig über den Haufen geht, oder? Und es läuft eigentlich alles ein bisschen ab, wie normalerweise in der Geschichte. Nicht genau gleich, natürlich. Aber was will der Gegner? Und dass Russland die Gebiete wieder will. Und ich befürchte eben, das lange nicht mit der Ukraine. Und ich hoffe, dass sich jetzt der Westen vor allem das Verteidigungsbündnis NATO, wo ja aber auch sehr geschwächt ist, weil die Europäer praktisch nichts mehr gemacht haben. NATO ist ja fast nur noch ausschließlich Amerika. Ja. Die haben das Potenzial und ist ja an einem Ort, wo in Kämpfe eingesetzt werden, wo weit weg ist von Amerika, oder? Ist ja Europa. Und die Amerikaner Asien. Wollen ja nicht mehr der Weltpolizist sein, ja, oder? Ja. Also, ich hoffe, dass das jetzt leer ist. Und der Biden hat ja klar gesagt, also wir werden keine Truppen nach Usbekistan schicken. In das Land gehen wir nicht. Das heisst also für die Russen. Also in die Ukraine in dem Fall, ja. Ja, in die Ukraine. Also hat ja Russland freie Hand.
Aber was macht man nachher? Was ist denn nachher? Was sind denn die nächsten Ziele? Ja, das sind die Nachbarstaaten. Polen. Also sogar Polen? Ja, einfach die Nachbarstaaten, alles was drumherum ist. Aber jetzt bei Polen? Weiss Russland haben sie ja schon, das ist auch aber Nachbarstaaten. Aber bei Polen, könnte man ja sagen, das war ja immer ein eigener Staat gewesen. Also der hat ja auch nicht zur Sowjetunion in dem Sinne gehört. Ja, schauen Sie jetzt an, Polen. Das ist in meinen Augen der Staat, der am meisten müssen leiden musste. Was der eins aufgeteilt wurde, ist besetzt worden, vom einen und vom anderen. Und Polen, der heutige Staat, ist ja nur noch ein Rest. Ein grosser Teil von Polen liegt ja schon nicht mehr in Polen. Oder? Und das sind natürlich empfindliche Gebiete. Und alle Staaten haben noch viel Russen. Also in Finnland eben die Russen und so weiter. Also Finnland könnte auch ein Opfer werden? Ja. Das wissen die auch. Darum rüsten die jetzt so auf. Und Litauen, Estland, oder? Also wir müssen da gar nicht viel aufzählen. Ich will da nicht alle Staaten meinen Namen nennen, nicht, dass man noch meint, ich will Appetit machen. Aber der Westen muss sich überlegen, wie tun ich eine Grenze ziehen und welche Grenzen tun wir schützen. Das haben wir verlehrt, weil nach dem 89 ist in den westlichen Staaten, auch in der Schweiz, eine unglaubliche Naivität ausgebrochen. Bis auf Mittamerika. Ja, aber da haben wir gesagt, das Ende der Geschichte, oder? Ja, es ist ganz anders. Ich höre noch die Professoren, die Strategie lehren, an der ETH, in den militärischen Lehrstuhl. Es gibt keine Grenzen mehr. Es gibt keinen Krieg mehr. Politiker haben gesagt, wir sind von Freunden umzingelt. Bundesrat Togi, der das VBS geht, also die Armee, hat gesagt, weißt, jetzt kommen die Strategen und sagen, die Vorwarnzeit eines Krieges ist 10 bis 20 Jahre. Wir müssen gar nicht mehr mit Krieg rechnen. Dann hat man abgerüstet. Man hat die Armee reduziert, die Schweiz auch. Man hat grosse Freundschaftsverträge gemacht und die Armee zusammenarbeiten. Die Schweiz Partnerschaft für den Frieden, das haben die Engländer gehabt, die Amerikaner sind immer bei mir gewesen, und sagen, ich soll meinen Widerstand aufgeben gegen die Partnerschaft für den Frieden. Was haben sie denn gegen den Frieden? Oder gibt es denn das? Und jetzt verwacht die Welt, komischerweise, mitten am Tag. Wer die Wirklichkeit und die Realität angeschaut hat, weiß das. Und auch jetzt weiß er, vor wem man sich schützen muss. Aber jetzt haben Sie noch etwas Interessantes gesagt. Vorhin eben, die Russen als Weltmacht, als Grossmacht, sind 1989 verletzt gewesen. Man hat ihnen höchstwahrscheinlich auch noch ein paar Versprechen gemacht, dass die NATO nicht so weit geht. Aber rechtfertigt das am Schluss den Krieg? Nein. Also, muss immer aufpassen, rechtfertigt. Das kann nicht der Grund sein für Annektierung von einem autonomen Land gegen jedes Völkerrecht. Das geht nicht. Aber wir müssen nicht fragen, ob was geht. Moralisch geht es nicht. Moralisch geht es nicht. Dürfen wir nicht. Aber wenn ich suche, was ist der Grund, wo ich doch sage, ich muss schauen, dass ich keine solchen Gründe schaffe. Die Russen haben eine andere Moral. Ich bin überzeugt, wenn wir in Russen gehen und die Leute fragen. Eben, wir reden immer, Putin und Russen, ist da deckungsgleich? Sind die Leute also in Russland hinter dem Krieg? Das oder? Kann ich nicht sicher sagen, das ist ja eine Diktatur. Und sie schauen auch, dass kein anderer kommt. Und die Opposition ist machtlos. Aber in dieser Sache glaube ich, dass die Russen denken wie der Putin. Also ein Großteil, oder? Ja, ein Großteil. Wir wollen Land. Russland ist in der ganzen Geschichte immer schon Zaren. Die sind etwas sie, wenn sie wieder das Gebiet vergrößern. Aber sind das schon die Größten? Landmäßig, oder? Ja, das ist... Ist da kein Kriterium? Nein. Das ist auch eine Mentalitätsfrage, wo man Land. Und oft haben sie Land geholt. Aber den Leuten ist es nicht besser gegangen wirtschaftlich. Gibt es auch in der Schweiz. Ein Berner denkt in der Geschichte anders als ein Zürcher. Der Berner ist immer auf Land ausgezogen. Obring von der Wack, dann... Aargau, meine Herrschaft und so. Zürich ist ein Handelsgebiet, die entweder Handeltrieb und Wirtschaft. Darum ist sie heute wirtschaftlich ist das Gebiet und nicht Bern. Aber das sind zwei Denkweisen. Und da muss man berücksichtigen.
Und zwar ohne moralische Bewertung, sondern das Böse ist im Mensch natürlich drin. Das gehört auch dazu, dass man gesagt hat, Menschen machen keinen Krieg mehr. Sagen Sie, das andere, alles andere Mensch als die letzten 5000 Jahre Menschen gewesen sind, oder? Und das ist eben eine Gesetzmäßigkeit. Und jetzt sind wir so weit. Wir sind nicht parat. Das hat wahrscheinlich der Uli Maurer auch gemeint, oder? Mit der Rot und wir sind nicht parat. Jetzt sagt ja der Putin, es könnte ja ganz Schlimmes passieren. Ist auch in Tschernobyl sind die Russen eingelaufen. Ist denn eine Gefahr von einem Nuklearkrieg? Also der besteht immer. Russland hat. Also es ist nicht einfach ein regionaler Konflikt, ja, oder? Russland hat Atomwaffen. Ja, ja. Ukraine hat gehabt, die haben abgerüstet, oder? Amerika hat. Ja. Und das steht natürlich immer da als Gefahr. Ist auch zum Teil das Gegenteil. Weil Atomwaffen da sind, treibt der Gegner nicht zur Spitze, weil er Angst hat. Ja, aber dann wäre wieder das berühmte Gleichgewicht. Ja. Jawohl, ja. Jetzt, was daraus kann werden, weiss ich auch nicht. Aber Gefahr besteht, dass das natürlich ist. Was passiert jetzt, wenn die Amerikaner einmarschieren würden in der Ukraine und sagen, wir lassen das nicht zu? Das wäre wieder ein Weltkrieg zwischen Russland und Amerika. Und ein Krieg ist etwas Furchtbares. Das sollte man mal aus den Linken wieder sagen, wenn sie so umeinander spielen. Krieg ist etwas Furchtbares. Da geht es um Vernichtung von Staaten und von Menschen. Das muss man verhindern. Und verhindern kann man es in so einem Fall, das sieht man ja jetzt wieder. Verhindern kann das nachher nur noch eine Armee, die für die freiheitlichen Staaten einsteht. Und da ist jetzt der Westen nicht parat. Europa unentschieden. Ja, Frankreich erinnert. Deutschland ist gehemmt, oder? Ja. Deutschland ist leider durch Geschichte belastet, oder? Darum ist das gar nicht gescheit, immer den Deutschen den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust unter die Nase reiben. Die haben immer das Gefühl, sie dürfen eigentlich nichts mehr machen, armeemässig und jemanden unterstützen. Sonst sind wir wieder drin. Dabei ist es das 60 Jahre her und eine Armee hat immer zwei Seiten. Eine gute, das Recht, Freiheit, Unabhängigkeit verteidigen. Aber die Armee kann man auch für das Gegenteil brauchen. Und jetzt, weil sie es für das Gegenteil braucht, haben im Zweiten Weltkrieg getrauen sie sich nicht mehr richtig zu brauchen. Und das ist natürlich ein wichtiges europäisches Land. Und der Trump hat wieder recht gehabt, wo er gesagt hat, in seiner Amtstour ist verprügelt worden wegen dem, der auf Europa ist und gesagt hat, jetzt nehmen die endlich eure Verpflichtungen ernst in der NATO. Ihr habt nichts mehr gemacht, verteidigungsmässig. Ja, da hat der europäische Staat gesagt. Der europäische Staat, die haben auch das Geld nicht. Amerika trägt das noch und ihr nicht. Und jetzt ist es Zeit. Dann hat man gesagt, das ist gegen die NATO. Und da sieht man wieder den Trump, oder? Wo muss ich selber alles. Statt überlegen und sagen, ja, stimmt eigentlich. Und jetzt merken sie es, aber Sport, oder? Könnte im Windschatten von dem Ukraine-Konflikt, jetzt schaut ja die ganze Welt auf da, interessant, Covid ist auch plötzlich kein Thema mehr, oder? Eine Krise löst die andere ab. Könnte nicht sein, dass im Windschatten plötzlich China noch Taiwan angreift? Das ist die andere Seite. Die haben auch nie ein Geheimnis gemacht daraus. Eben, das ist ja auch transparent, ja? Ja, ja. Ob sie jetzt da. Und die haben sich auch getroffen, vor der Olympiade. Ob die Situation nützen oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber ein Ziel ist, China gibt nicht nach. Die integrieren das Thailand, weil sie sagen, dass Taiwan ist ein Teil von unserem Land. Haben sie immer gesagt. Aber die haben eine stärkere Armee, oder? Als die Ukraine, oder? Mit den Amerikanern und den Japanern im Hintergrund, ja. Das gibt dann auch einen Weltkrieg. Aber ob jetzt das Ding macht, ich meine, er wird sich in die Rolle von so einem Staatschef, wie der Chinesisch gibt, natürlich wird er auch sagen, jetzt ist Amerika gebunden mit dem Ukraine-Konflikt. Jetzt ist wahrscheinlich günstig, also, oder? Aber das müssen ja die abklären. Ich kann das nicht sagen, wie das aussieht, aber die Nachrichtendienste oder die Geheimdienste werden ja viele Informationen haben. Aber das ist nicht von der Hand zu weisen.
dass sie sagen, jetzt müssen wir es machen. Der Putin hat ja auch gesagt, jetzt müssen wir es machen. Er hat gesagt, jetzt ist der Westen so schwach, jetzt hauen wir es. Jetzt hauen wir es, jetzt. Ja, er hat 20 Jahre gemacht, also im Prinzip. Ja, ja. Er hat natürlich den Moment X abgewartet. Ja, ja, und ich meine, strategisch, muss man jetzt sagen, auch für einen schlechten Zweck, dann ist es noch besonders schlimm, wenn für einen schlechten Zweck einer eine gute Strategie hat. Und das hat der Putin. Ein genauer Plan, das ist ja Strategie, zur Erreichung von einem Ziel unter Einschluss von allen Gegenkräften. Er hat immer geschaut, wie kann ich die Gegenkräfte ausschalten, sicherstellen, einführen, sagen, ich ziehe die Truppen ab. Ja, aber das hat die ganze Welt, die ganze Welt hat das geglaubt. Ja. Glaubt man an, sagt der deutsche Bundeskanzler, hoffen wir, es geht weiter und so. Dabei ist das ja auch ein altes Mittel, um den Gegner zu verwirren. Sagen, ich nehme da Truppen weg und nichts sagen, dass er da wieder andere tut. Also, der hat sich super strategisch vorbereitet. Und wahrscheinlich hat er sich da vorgestern am Morgen gefunden, jetzt ist die Zeit, jetzt gehen wir. Und jetzt holen wir sie aber. Jetzt geht ja nicht nur auf Ukraine los, sondern aber ja, man kann immer spekulieren. Aufs Ganze. Und Kiew ist und Ziel, Kiew ja. Ist die Hauptstadt. Und wenn er Kiew hat, hat er wahrscheinlich die Regierung. Und also, da gibt's ja jetzt, da kann er jetzt sagen, wann er will. Das wird niemand mehr glauben, oder? Ich hoffe es wenigstens. Ja. Was hat denn eigentlich die Schweiz da für eine Rolle? Das ist ja. Ja. Jetzt haben wir nachgehört, die Schweiz müsse eine aktivere Rolle haben. Ja, ja, das ist die Schreie, die sagen, eine aktive Rolle. Die denken, wenn ich etwas mache, dann ist es gleich was, wenn ich etwas mache. Das ist natürlich naiv und pubertär. Also die Schweiz ist ein, die Grundlage der Schweiz. Die Schweiz ist ein kleiner, unabhängiger, neutraler Staat. In der Verfassung steht sogar. Der Bundesrat ist verpflichtet, unter anderem die Neutralität zu wahren. Weil das ist ganz ein wichtiges Friedensinstrument. Und vor allem die Bevölkerung hebt sich an dem, weil sie weiss, es ist hure gefährlich, wenn sich da die Politiker zu Bern anfangen, ins Weltgeschehen zu mischen. Dann verwickelt man unseren Krieg. Und aber was heisst jetzt konkret Neutralität? Ja. Keine Sanktionen zum Beispiel. Das ist ja ein Reizwort. Ja, an sich. Was sind Sanktionen? Wenn ich schaue, was sind Sanktionen? Sanktionen ist ein Kriegsmittel. Das ist das Gleiche wie eine Waffenaktion. Einfach nur wirtschaftlich. Man trocknet ein Volk aus mit wirtschaftlichen Massnahmen. Der Zwingli, der Zürcher Reformator, hat gesagt, das ist die Brotsperre. Trotzdem ist natürlich hat man noch nicht die Bankkonten gesperrt, das hat es da noch nicht gegeben. Aber man hat geschaut, dass sie nichts mehr zu essen haben. Die Import nicht mehr zugelassen, die Export nicht mehr zugelassen. Und der Zwingli hat gesagt, das ist der grausamste Krieg. Ist nicht der mit den Waffen. Weil dort sterben zwei Soldaten. Tut's mal, oder? Aber da sterben die Leute. Und jetzt machen wir das als Kriegsmittel. Da müssen wir gar nicht so beschönigend tun und sagen, ja, Sanktionen. Sanktionen ist das Kriegsmittel. Je nachdem, wie stark das sind, ist es für ein Land tödlich. Und jetzt, die Schweiz ist neutral. Wer mit diesen Sanktionen mitmacht, beteiligt sich am Kriegsmittel. Gegen Russland zum Beispiel. Aber jetzt gibt es ja auch Stimmen, die sagen, gut, wenn sich die Schweiz nicht beteiligt, können sie ja profitieren, ja, wie die Länder nicht. Das hat man immer, das ist auch nichts Neues, das haben wir immer gehabt. Schon bei der Krimkrise war das eine Diskussion. Meistens bei der Krimkrise, früher Korea, Vietnam und so weiter. Weil die Schweiz hat gesagt, also wenn wir uns nicht beteiligen, müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht am Gegenteil beteiligen. Wir profitieren, indem das plötzlich alle Länder sagen, wir dürfen da nicht liefern. Aber jetzt gehen wir über die Schweiz. Die hat sich nicht beteiligt. Darum hat man auch dort, das ist auch ein eingefahrenes Vorgehen. Wir machen nicht mit, aber wir schauen dann, dass das nicht ausgebaut wird. Wir nehmen den Status quo, also so wie es heute ist, man hat ihm gesagt, der Gouro normal. Der normale Geschäftsverkehr lassen wir zu, aber der wird nicht ausgebaut und wird nicht umgangen. Und so hat man sich in diesen Sachen über die Runde gegeben. Und
es ist auch gegangen, natürlich haben das nie alle verstanden. Der neutrale Staat muss sich immer erklären, der hat keinen Freund. Aber jetzt in so einem Fall ist er der Film von Beten. Wer nicht auf meiner Seite ist, ist gegen mich, ja, oder? Aber jetzt konkretes Beispiel an der Goldküste am Zürichsee, wo Sie auch wohnen, Kanton Zürich oder auch in der Schweiz, hat es ja relativ viele reiche Russen. Ja. Also auch Oligarchen. Rapperswil, ja, hat es mal einen gehabt, zum Beispiel. Wer jetzt gerechtfertigt, diesen Konti sperren? Also den weiteren Ausbau, ja, nicht machen. Könnte der Bundesrat machen und sagen, hört, wir beteiligen uns nicht, wir nehmen uns die Sache nicht weg. Das Wegnehmen wäre ja, mhm, das Ding, oder? Aber... Das wäre ja noch heikel, oder? Das, ja, Wegnehmen wäre ja noch heikel, ja, oder? Wäre ja, heikel. Aber wir lassen auch nicht zu, dass ihr jetzt das benutzt, weil ihr mit anderen Staaten nicht mehr arbeiten könnt, dass ihr das ausbaut. Also ich kann jetzt nicht dort fest in die Details gehen, ich weiß nicht genau, wie man es macht, aber der... Aus der ersten Erklärung vom Bundesrat hat man gemerkt, er geht den Weg. Nicht beteiligt an den Sanktionen, wir sind ein neutraler Staat, sonst werden wir parteiisch. Aber auch der Ausbau von Geschäftsbeziehungen nicht zulassen, sonst werden wir Partei gegen Partei. Und jetzt, der Teil ist dann nach einem anderen Tag eher zerrettet worden. Ich weiss niemand mehr recht, was gilt. Also man wollte zu viele Details erklären, dass kann man ja noch nicht im Detail alles erklären. Aber ob er auf dem bleibt, weiß ich nicht. Weil das ist anspruchsvoll, das gehört mir ja schon. Ja, jetzt, ihr beteiligt euch auch noch an der Besetzung von der Ukraine. Ihr macht ja nichts. Mhm. Wir machen schon etwas, aber es stimmt. Wir nehmen nicht Partei für den einen oder den anderen. Aber man muss auch sagen, es würde nichts nützen. Aber Sie könnten unterschreiben, wenn man jetzt würde sagen, man macht hier einen Eingriff ein Vermögen von reichen Russen, die hier leben, oder? Ja, so ein Eingriff. Eine Sperrung, irgendwie, das, ja. Kein Ausbau zulassen. Ausbau. Ja, das muss für alle gelten. Das gilt ja nicht nur für den. Das ist jetzt typisch ein neutraler Akt. Sagen, hört mal, wenn wir das würden zulassen, dann helfen wir dem Gegner von euch. Und wenn wir uns mit Sanktionen beteiligen, helfen wir euch. Das ist ein typischer, die Nicht-Parteinahme. Mhm. Und jetzt die, die immer etwas machen wollen. Interessanterweise die Sozialdemokraten, wenn die Brotsperre da. Mhm. Brutalst, oder? Die, die sagen, wir sind sogar gegen die Armee, zum Land zu schützen. Aber das ist typisch, die Widersprüchlichkeiten. Und man macht es gar nicht, um die Ukraine-Krise zu gewinnen, sondern zum guten Anstehen. Mhm. Wir. Und es passiert etwas, so würde ich sagen, ich verurteile den. Dann sieht man, ich bin auch der Meinung, dass ich ein guter Mensch bin. Aber es nützt gar nichts. Das ist das Heuchlerische an diesen Massnahmen. Und die Schweiz tut gut, und das ist auch ein eigenes Mittel, die dauernd bewaffnete Neutralität, das war ein ganz ein wichtiger Faktor gewesen, dass wir 150 Jahre keinen Krieg mehr hatten im eigenen Land. Mitten in diesem Salat drin. Also es ist leichtsinnig, wenn man das preisgibt. Jetzt ist noch interessant. Wir müssen, glaube ich, ja, nein, nein, wir haben noch 4-5 Minuten Zeit. Gut, jetzt ganz also, am Schluss noch eine Frage Neutralität. Ausgerechnet Ihre Partei, die SVP, ist ja in dieser Putin-Frage ein bisschen zerrissen. Also, Sie haben ja sogenannte Putin-Versteher, den Franz Grütter, den er, glaube ich, sogar persönlich kennt, und Roger Köppel, wo immer eine gewisse Sympathie oder ein gewisses Verständnis für den Putin hatten. Ja, zerriss also gut, ich weiß nicht, ja, genau, was die, ja, gut finden und nicht. Aber zerriss die Partei nicht, nein, auch in nein, so einer Extremsituation? Ich meine, man muss auch aufpassen, dass man die Sache Russland, Ukraine nicht nur an einer Person aufhängt. Das ist der Staatschef. Und aber ohne, aber das ist doch noch, ja, der Fall ist doch noch interessant. Ja. Ohne Putin hätte es den Krieg nie gegeben, oder? Ja, vielleicht. Wir, ja, müssen nicht, wer an dieser Hand gewesen wäre. Es sind schon Personen, die Geschichte, ja, machen, oder? Ja, ja, aber ich glaube es nicht. Ich die Jensen hat es ja nicht gemacht, oder? Nein, nein, noch nicht. Das ist auch eine Frage von der Zeit. Im 89 hätte auch Putin nichts machen können. Weil das ist... Aber der Gorbatschow hat es ja dann liefern lassen, oder? Ja, aber auch die Machtlosigkeit. Die sind verlumpet. Oder muss man mal sehen. Die haben die DDR verloren, ihren Einflussbereich DDR. Weil die Deutschen das abgekauft haben, die Russen. In ihrer Notlage. Das ist ja mit Geld. Das ist ja mit Geld verloren. Ja, ja. Jawohl, ja. Und so haben sie die DDR verloren. Und so haben sie
die Ukraine verloren. Mhm. Und so haben sie und so weiter. Und einer, der da war und gesagt hat, jetzt müssen wir das erobern, sagt, wir sind ja viel zu schwach. Wir sind mit der Wirtschaft am Boden, wir sind ein Verlumpen praktisch. Aber jetzt steht Russland anders da. Wie gut, dass sie da stehen, ist eine andere Frage. Wirtschaftlich sind also, da gibt es nichts zu wollen, den Westen überlegen. Zweitens, militärisch haben sie aufgerüstet. Sie haben aufgerüstet. Ob sie so stark sind, wie sie tun, das weiss ich nicht. Aber die Amerikaner, also rein vom Waffenarsenal her und so weiter, sind stärker als die Russen. Aber jetzt haben wir zu ihrer Partei, also die jetzt reissen. Und jetzt, nein. Aber wir haben ja mit Russland ein Verhältnis gehabt. Ja. Immer, vor allem nach dem 89. Das wollen wir nicht so tun. Und die, die Herr Putin vielleicht persönlich kennen, sagen, das ist ja ein angenehmer Mensch. Wäre ja gut möglich. Man muss gar nicht meinen, Diktatoren oder derjenigen, die Krieg machen, das sind ganz widerliche Menschen. Die Gefährlichen sind dann die Netten. Oder? Dort denken wir es nicht. Dort ist man dann überrascht. Sind alle so nett, oder? Ja, ja, ja. Da, also, aber ich weiß nicht, was das Verhältnis ist von diesen beiden zu Herrn Putin. Also, der Trump, ich sage nur, die Informationen, wo man jetzt bei allem aufpassen, wo man liest, will, die kommen ja von klar. Einem her. Und also, man sagt, das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Die sind natürlich auch gefärbt und gestreut, wie sich in der Zeit der Trump gesagt hat, das sei wunderbar, genial, was der Trump, was der Putin mache. Da habe ich gesagt, was? Der findet das gut, wenn die Russen das besetzen. Der hat das gar nicht gesagt. Er hat gesagt. Er hat vor dem Angriff gesagt, ja. Vor dem Angriff, die Strategie, die der macht, das ist genial. Stimmt auch. Der hat einen, die anderen haben doch keine. Und das sieht man ja jetzt. Der kommt seinem Ziel näher. Und eine Strategie ist ja immer. Eine Strategie ist dann gut, wenn sie das Ziel erreicht. Und eben auch ein schlechtes Ziel. Das sagt nichts über die Güte vom Ziel. Setzen von der Ukraine. Da ist doch verrückt, dass das möglich ist heute. Dass man einfach einen souveränen Staat aus dem heiteren Himmel überrennt. Und Kriegsgründe schafft, die vielleicht gar nicht da sind und so weiter. Sagt, in der Nazifizierung hat es dann so einen Haufen Nazi. Dann sagt und Genozid er, Genozid hey, müssen wir da jetzt abstellen. Wo sind denn die Genozide? Das sind Kriegsgründschaften. Aber erreicht wurde ein Ziel. Wir wollen die Staaten wieder zurück. Zum Beispiel die Ukraine. Und ich hoffe, es bleibt bei dem. Das ist dann ganz unsicher. Ich bin überzeugt, wenn der Westen sich nicht den Verteidigungswillen mit den Amerikanern und den Europäern zusammen ganz massiv zum Ausdruck bringt, bis hier und nicht weiter, dann wird der nächste Staat auch geholt. Also, düstere Prognose, das war Tele Blocher. Also das Thema, das uns ja alle beschäftigen wird, wünsche Ihnen trotz allem ein gutes Wochenende. Sind wir gespannt, wie es weitergeht in dieser traurigen Angelegenheit. Nächste Woche, gleiche Zeit. Tele Blocher.